Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und an dieser Stelle möchte ich einfach mal direkt meinen Twitch-Livestream grüßen, twitch.tv/sonius94, wo ich ja jeden Dienstag, Freitag und Sonntag um 21 Uhr streame und dort reden wir natürlich auch regelmäßig über Animes und ähnliches. Ich glaube, wir haben hier mittlerweile eine relativ große Fangemeinde, eine relativ coole Community am Start und ich bin einfach dankbar, weil ich dadurch natürlich auch auf neue Sachen hingewiesen werde, beziehungsweise auf andere Spiele, auf andere Mangas, auf andere Games und ähnliches werde ich immer wieder hingewiesen und unter anderem hat der Chat regelmäßig einen Manga immer wieder erwähnt, der noch keine Anime-Adaption erhalten hat und das ist Solo Leveling. Solo Leveling, ich habe wie gesagt noch nicht reingeschaut, ich möchte auch nicht großartig was darüber sagen, aber ich weiß, dass viele von euch daran interessiert sind und ich dementsprechend News dazu gerne raushauen würde und ich weiß, dass das mein nächstes Leseprojekt auf jeden Fall wird. Ich habe mir das jetzt auf Amazon bestellt, bedeutet, ich werde mir ein Solo Leveling auf jeden Fall auch durchlesen, beziehungsweise mir anschauen und werde es mir jetzt, ja, ich denke mal auch durchlesen, wenn es so gut ist, wie alle Kritiken sagen, denn nicht nur mein Stream feiert das ziemlich, wenn ich mir alles dazu online durchlese, wird das auch extrem gefeiert, deswegen habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf, dass das mein nächstes Projekt wird und jetzt wurde tatsächlich, warum das auch jetzt auf jeden Fall mein nächstes Projekt wird, dazu ein neues Game angekündigt. Ja, Solo Leveling erhält ein Game und ein Drama, das Drama interessiert mich meist nicht so sehr, aber ich werde es auf jeden Fall gucken, dadurch, dass meine Frau Halbkoreanerin ist, werden wir auf jeden Fall Interesse daran finden, uns gemeinsam hier diesen Drama dazu zu geben, denke ich mal, je nachdem, wo er erscheint, auf welcher Plattform, ob er nach Deutschland kommt, all solche Sachen spielen da natürlich mit rein, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass wir uns den koreanischen Drama geben werden. Nichtsdestotrotz ist das Wichtige für uns hier in der YouTube-Community dieses verdammte Game, das wir auf jeden Fall spielen wollen. Beziehungsweise, dass ich auf jeden Fall spielen will, denn es gibt auch ein paar, ein paar mehr Details dazu. Also, wir wissen auf jeden Fall, sie sitzen an dem Game und wir wissen, es wird von Netmarble produziert. Welcher Spieleentwickler ist Netmarble? Für all diejenigen, die mich nur durch Genshin Impact kennen, ich habe davor Seven Deadly Sins Grand Cross gestreamt und auf YouTube gehandelt, ich spiele das Spiel immer noch. Das ist ein Mobile Game, das auch von Netmarble gemacht wurde und ich weiß einfach, dass Netmarble eine sehr greedy Firma ist, eine Firma, die nicht ganz so geil mit ihren Kunden umgeht, ich bin ganz ehrlich, aber die dafür sehr gute Games macht. Seven Deadly Sins Grand Cross, es hat einen Grund, warum ich das immer noch spiele auf YouTube, weil das einfach ein geiles Game, es gibt super viel zu tun, die Challenges sind hoch, man kann es Free-to-Play spielen, man hat keine Pay-to-Win-Pflicht, es hat PvP, aber wenn man PvP nicht ganz oben sein möchte, beziehungsweise es bringt einem nichts ganz oben zu sein, weil du das Geld ausgibst, um ganz oben zu sein, dann kriegst du da keine geilen Belohnungen, also PvP ist nicht wichtig und dann war einfach Seven Deadly Sins ein geiles Game für alle. Ich weiß, sie sind sehr, sehr, sehr darauf, hier nochmal ein Werbebanner, hier nochmal ein Werbebanner, hier nochmal ein Werbebanner, aber sie machen definitiv gute Games. Die Grafiken, die Animationen in Seven Deadly Sins Grand Cross sind der Wahnsinn, wie dort die Story dort dargestellt wird. Und wenn das gleich nochmal mit Solo Leveling passiert, Hut ab, ich bin sehr gespannt, wie sie das Game umsetzen werden. Natürlich, das Wichtigste wird am Ende des Tages sein, das Kampfsystem, für das sie sich entscheiden. Das ist für mich persönlich bei Gacha Games auch immer das, ja, eigentlich das ziemlich Wichtigste. Wie ist das Kampfsystem? Ist das irgendwie Herausforderung? Muss man nachdenken? Oder ist es einfach nur, ich mache sinnlos gar nichts? Also sowas wie Dokkan Battle, da finde ich das Kampfsystem eher einfacher, auch wenn ich weiß, dass das Teambuilding sehr interessant sein kann. Aber ich finde halt, irgendwo muss ein gewisses Kampfsystem sein, das challenging ist. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie Netmarble das ganze Ding umsetzen wird. Und das ist für mich jetzt der Grund zu wissen, Netmarble, eine Firma, die gute Spiele umsetzt, produziert zu einem wirklich gehypten Manga. Also wenn ich das in meinem Stream mir mal angucke, das wird immer wieder erwähnt. Wir reden nicht groß drüber, weil ich es nicht gelesen habe. Deswegen hake ich das meist nur ab mit, no, ich habe es auf dem Schirm, aber nicht gelesen. Dementsprechend, wie gesagt, reden wir nie groß darüber. Aber es ist auf jeden Fall, wenn ich mir die Kritik auf Amazon dazu durchlese, sehr, sehr, sehr gefeiert und dementsprechend möchte ich dieses Game auf jeden Fall spielen, das hier angekündigt wurde. Also, ich bin gespannt, ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Solo Leveling haltet, ob ihr den Manga gelesen habt, ob ihr ihn schlecht findet, ob ihr ihn gut findet, all solche Sachen, haut das mal gerne raus. Aber jetzt ist tatsächlich für mich der Manga gekommen und ich hoffe wirklich, 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 dass Netmarble das Ding nicht verhaut. Ich wünsche es mir so sehr. Ihr wisst, ich bin gerade auf der Jagd nach guten Anime-Games, nach neuen kommenden Games. Wenn wir uns das angucken, dann kommt noch Blue Protocol, dann kommen die Demon Slayer-Games, auf die ich mich mega freue, Tower of Fantasy. Aber das hier könnte tatsächlich auch noch ein Highlight werden, da ich einfach,
ich bin einfach tief innen drin, bin ich einfach Mobile Gamer und dementsprechend hoffe ich, dass ihr in Marvel ein richtig geiles Mobile Game raushaut. Ihr wisst Bescheid, ich werde wahrscheinlich, ja, ich habe einfach Bock drauf. Sagen wir es so, ich habe einfach Bock drauf. Das Ganze wurde hier in den koreanischen News angekündigt, beziehungsweise in so einer Business News Zeitung. Ich habe mir das kurz ein bisschen was dazu durchgelesen. Ja, ist der halt legitim, ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt unlegitim wäre oder dass irgendwas Ausgedachtes wäre oder ein April-Schätz oder ähnliches, den 1. April haben wir nicht mehr. Also wir freuen uns auf ein Solo-Leveling-Game. Falls ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle schon von euch. Folgt mir gerne auf Instagram, wo ich das gerade sehe. Ich verabschiede mich, das war's von mir, euer Sonius94.